Weiter geht's mit unseren super Minimarkt-Tutorials. Wir wurden oft gefragt die letzten Wochen, wie verkaufe ich ein halbes oder ein Viertel Brot? Es geht ganz einfach, 0,5 mal. Und wenn ihr mal gedrückt habt, seht ihr hier oben die halbe Menge. Und dann wählt ihr einfach das Brot aus, zum Beispiel das Dinkelwandel. Tada, halbes Dinkelwandel. Bei uns kann alles passieren, was möglich ist. Manchmal kann es euch passieren, dass ihr auf diesen Schirm landet. Sollte das der Fall sein, Ruhe bewahren und einfach 1 und Verkauf drücken. Und da seid ihr wieder. Weiter geht's. Habt ihr schon gefragt, was dieses kleine Ding hier unten ist, das ein bisschen wie ein Spielzeug ausschaut? Das ist unser neuer Handstaubsauger. Ihr könnt den hier unten einfach lösen, dann saugt der hier vorne, hat sogar so einen kleinen tollen Aufsatz, den kann man da so reinstecken. Dann drückt man hier drauf und kann das Brotregal sauber machen. Wenn ihr fertig seid mit dem Staubsaugen, da ist nur ganz wenig Platz, einfach aufdrehen und dann dieses weiße Plastik hier so rausziehen und dann kann man es einfach gleich im Restmüll wieder zusammenschrauben und fertig. Mit unseren Tutorials. Es ist oft unklar, ob etwas ein Stückartikel ist oder ein Wiegeartikel zum Abwiegen mit Kilo. Bei unserer Waage ist das vollkommen egal, weil wenn ihr einen Stückartikel habt und einmal drauf drückt, so wie zum Beispiel beim Kohlrabi, dann kommt immer automatisch ein Ton raus. Das heißt, selbst wenn ihr den Kohlrabi drauflegt und versucht, ihn abzuwiegen und einmal drauf drückt, kommt auch ein Bon raus, aber ohne Kilo. Und bei allen anderen Artikeln, so wie bei der Gurke, drückt sie einmal drauf und es kommt was raus. Und im Unterschied zum Stückartikel passiert aber gar nichts, wenn ihr nichts draufliegen habt. Eine letzte Sache, die auch bei unserer alten Kasse funktioniert hat, das Parken von Bons, von aktuellen Verkäufen. Wenn ich hier einen aktuellen Verkauf habe und plötzlich kommt die Person drauf, dass sie noch zum Bankomat muss oder noch mehr einkaufen will und es stehen schon zwei Leute an, dann kann ich diesen Verkauf hier ganz einfach parken. Und zwar hier mit diesem Knopf. Dann kommt er zu meinen geparkten Bons und wenn ich jetzt quasi einen neuen Bon beginnen will, drücke ich einfach hier unten auf das X. Und jetzt seht ihr, tada, ich kann wieder mit einem neuen Verkauf beginnen und ich sehe hier oben, ich habe zwei geparkte Bons. Die Bons können auch über Nacht geparkt bleiben, ist kein Problem, also auch wenn ihr die vergesst. Und wenn ihr jetzt euch aber diesen Bon wieder herholen wollt, dann drückt ihr wieder auf Parken und seht, das ist der mit 36 Euro von vorher, dann sucht ihr den aus und klickt auf Verkauf fortsetzen. Und jetzt habt ihr den Verkauf von vorher wieder da.